Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, hier zu einer weiteren Folge Let's Play Victoria 2 mit Skandinavien. Ja, wir müssen uns jetzt mal gucken, angucken hier. Einen Moment, wir werden... Ich bin gerade überlegen, wir könnten eigentlich die Zölle senken. Ich meine, wir haben eigentlich genug Geld. Das kann eigentlich nicht schaden. Unsere Mittelschicht, da gibt es ein paar Probleme. Angestellte, Handwerker, Handwerker. Also primär Handwerker. Okay. Ja, wir müssen mal aufhören, hier Facharbeiter in unserer Hauptprovinz zu fördern. Dort haben wir nicht genug Platz für Facharbeiter. So, wie geht es den neu gebauten Fabriken? Die hier werden wir nicht subventionieren. Hier werden wir auch nicht mehr subventionieren erstmal. Schauen wir dann mal, wie es denen so geht. Wenn nicht, machen wir sie halt wieder auf. Ich meine, wir haben aktuell ziemlich viel Geld in der Staatskasse. Und dann bauen wir mal ein bisschen neue Einheiten hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3. Und 1, 2. Dann haben wir genau genug Einheiten für eine komplette neue Armee. Das sollte dann erstmal reichen. Dann haben wir immerhin mal 32 Brigaden. Das ist ja schon mal was. Oder 31, wie auch immer. Ja, jetzt ist nur noch die Frage, wohin setzen wir jetzt hier unseren Fokus? So, aha, jetzt läuft diese Fabrik hier, oder jetzt produziert sie auch. Schauen wir dann gleich mal, wie, ob sie auch tatsächlich was macht. So, wir könnten den Sjelland fördern. Ich denke, diese Fabrik hier sollte eigentlich relativ gut laufen. Normalerweise laufen Winzereien immer ziemlich gut. Problem ist ja, dass wir weder Früchte noch Glas jetzt haben in Svealand. Vielleicht hätten wir diese Fabrik lieber in Svealand bauen sollen. Naja. So, wir verbessern weiter die Beziehungen mit Preußen. 71 Militärstärke hat er mittlerweile wieder. Das war aber fast alles nur Anführerpunkte. So, wieso zeigt er mir hier nicht die Stahlfabrik an? Ist ja seltsam. So, wie geht's dir? Nicht besonders gut. Wir kriegen nicht genug Seide auf dem Weltmarkt. Dann brauchen wir die hier gar nicht zu bauen. Das ist ziemlich nutzlos. Wir bauen Ikea aus. Du produzierst 135. Und du verbrauchst 60. Gut, dann können wir das auch noch weiter ausbauen. Ja, so Möbelindustrie läuft. So viel ist sicher. Vielleicht sollten wir noch ein paar mehr IKEA-Fabriken bauen. Nein, Österreich, wir unterstützen dich hier nicht. Da kann ich drauf verzichten, gegen alle Leute hier in den Krieg zu gehen. So, Facharbeiter in Güterland fördern. Bringt nichts angeblich, okay. Wo wollen wir fördern? So, die Papiermühle läuft eigentlich recht gut, von daher fördern wir da einfach jetzt mal ganz kurz ein bisschen Facharbeiter, kann ja nicht schaden. Oh, guck mal, die Kapitalisten haben noch eine Papiermühle in unserer Hauptstadt gebaut, alles klar. Die Glasfabrik wollen sie ausbauen. Nee, das erscheint mir ein schlechter Plan zu sein. Ich meine, wir haben auch so schon nicht genug Kohle. Sie läuft zwar ziemlich gut, aber wir haben halt nicht genug Kohle. Ich meine, wenn wir sie jetzt noch weiter ausbauen, haben wir noch weniger Kohle. Also ich meine, dann haben wir noch mehr zu wenig Kohle. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine, denke ich. So, in Jylland haben wir mittlerweile 0,13-fach Kapitalisten. Da brauchen wir nicht mehr viel. Da brauchen wir nicht mehr viel. So. Soldaten und Armee. 23,571. Ja, das ist mittlerweile Rang 14 immerhin militärisch. Ist ja schon mal nicht schlecht. Vielleicht ist unsere letzte Artillerie noch fertig. Und wir haben günstiges Eisen jetzt geforscht. Wir müssen jetzt mal Imperialismus erforschen. Und dann müssen wir uns gleich mal daran machen, die Technologien für die Kolonialisierung zu erforschen. Das wird recht wichtig sein. So, in Westland haben wir schon 3,7% tatsächlich. Facharbeiter. In Sierland haben wir 0,9%.
Okay. So, wie geht's dir? Du machst Gewinn ordentlich. Gefällt mir. Ja, das ist gut. Wir brauchen wir nicht subventionieren, denke ich. Sollte von alleine laufen. Der Gewinn ist natürlich noch relativ gering, weil da nur sehr wenig Leute arbeiten, aber das wird besser auch mit der Zeit. Wenn da mehr Leute arbeiten. Sollte kein größeres Problem darstellen. Und auch die Münzerei ist gut genug. Wir haben 0,68 Glas. Brauchen wir hier. Und 0,23 hier. Und wir produzieren einen Haufen. Also wir haben auf jeden Fall genug. So, wie sieht das eigentlich aus? Wir importieren sehr, sehr viel Schnaps. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass wir eine Schnapsfabrik jetzt gebaut haben. Damit sollte das hoffentlich ein bisschen runtergehen. Eisenproduktionsleistung. Sehr gut. Gefällt mir. So, warum verlieren wir jetzt so viel Geld? Wegen der neuen Armee wahrscheinlich. Oder wegen der größeren Armee, besser gesagt. Dann werden wir erstmal das hier auf 10% runterstellen. Um 10% runterstellen, so rum. So. Schicken wir die hier mal nach Skane. Oder nach Malmö, besser gesagt. Heißt der nur in EU4 Skane? Oder schon? Ja, irgendwie spricht man das so komisch aus, aber ich weiß nicht so genau wie. Von daher lassen wir das einfach mal. Ja, mit Subventionen hat diese Fabrik hier natürlich voller Arbeit. Die Frage ist, ob das so sinnvoll ist. Ich meine, sie produziert halt nichts, weil sie keine Seide bekommt. Seide, Rohmaterialien, Seide. Ja, wir bekommen keine Seide. Oder nicht viel zumindest. Können wir mal versuchen, manuell Seide einzukaufen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ne, wir bekommen halt einfach keine. Die ganze Seide, die es auf dem Weltmarkt gibt, die wird wohl offensichtlich von den Engländern aufgekauft. Oder von den Franzosen, wer auch immer da mehr Prestige hat. Das ist ein bisschen doof. Dann machen wir hier wieder Automatisierung. Ja, es wird immer noch nicht genug Kohle produziert. Bisschen schlecht. So, ich denke mal, wir machen mal die Maschineteilefabrik wieder auf. Ist mir eigentlich relativ wichtig. Denn die brauchen wir technisch gesehen für alle anderen Fabriken, die Maschinenteile. Werden sie mal subventionieren. Erstmal. Schauen wir mal, wie gut sie dann läuft. So, die hier stellt mir Leute ein. Gefällt mir. Die hier auch. Und hier in West landet. Wow. Da ging es jetzt aber ordentlich schnell. Nach oben. Dann machen wir hier mal Kapitalistenförderung an. Damit das die Effizienz hier noch ein bisschen weiter erhöht. Das kann ja nicht schaden. Okay, so, was habt ihr hier für Projekte? Stahlfabrik in Götaland möchte ich eigentlich nicht unterstützen, aber ich unterstütze die beiden Eisenbahnen. So, wir können Dampftransporter jetzt bauen, theoretisch. Wenn wir das wollen würden. Ich meine, Dampftransporter, der einzige Vorteil an Dampftransportern ist halt, dass sie schneller sind als normale Transporter. So, was haben wir hier? Staat und Regierung, wollen wir das denn? Wunsch nach politischen Reformen, Wunsch nach Sozialreformen, Mehrheit. Achso, ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Ja, müssen wir so oder so erforschen. Für die Zivilisierungsmission. Schließlich wollen wir kolonialisieren. So, was wird hier gebaut? Jene Glashütte wird gebaut. Achso, die Glashütte wurde auf Level 3 gerade ausgebaut. Okay. Ah, ein Prestige, okay. Naja. Ja, wir haben immer noch das Problem, dass wir halt keine Kohle haben. Die ganze Kohle fließt halt eigentlich so ziemlich in unsere Glashütte. Haben wir eigentlich genug Produktion?
Beton. 2,6 produzieren wir. 0,9. Okay, wir haben genug Beton. Stahlfabrik? Svelan, wieso produziert... Es scheint ja ein bisschen verbuggt zu sein. Das denkt ihr irgendwie, dass das noch auf ist, aber das ist nicht hier auf. Ist höchst seltsam. Ist halt cool, ne? Das ist eine Fabrik, die effektiv nichts produziert. Die ist einfach total nutzlos. Ich meine, die stellt einfach nur Leute ein. Ohne Grund. Wir werden die mal schließen. Ja, das bringt ja nichts. Das bringt überhaupt nichts. Solange wir keine Seidenproduktion haben, selbst wird das nichts. Oder wenn sich die Produktionsleistung erhöhen würde, dann wird es gehen. Aber so kannst du das ziemlich vergessen. So, weiter die Beziehung mit Preußen verbessern. Wir kriegen ordentlich Geld rein. Was haben wir hier? Eine neue Eisenbahn in Jylland. Klar, unterstützen wir natürlich. Eine Handfeuerwaffenfabrik in Westlandet. Okay, klingt interessant. Klingt auch nicht schlecht. Ich meine, wir bräuchten mal ein bisschen Militärunterstützung von Seiten unserer Industrie. Wir sind mittlerweile übrigens über 3 Millionen. Wir haben theoretisch einen vierten Forschungspunkt. Zur Bevölkerung. Unseren Hauptterritorien wächst wohl ordentlich. Wie es aussieht, denn vorhin waren wir noch bei 3,75%, glaube ich, für einen neuen Forschungspunkt. Bei 3,75 Forschungspunkten so rum. So, Frankreich hat sich ziemlich sicher auf Platz 1 etabliert. Ich meine, Italien wird sich wahrscheinlich formieren in diesem Spiel, solange Sizilien Neapel Großmacht ist. Sobald da die Rebellen spawnen, macht Spam und dann ist da Italien. So, in Sialand haben wir keine volle Fabrik, okay. Oh, sehr schön, sofort die Zivilisierungsmission. Was wollen wir jetzt erforschen? Wir könnten Nationalismus und Imperialismus forschen, allerdings hätten wir dann ein bisschen mehr Probleme mit Rebellen. Ich meine, im Prinzip brauchen wir das nicht, weil wir haben ohnehin nur Überseegebiete und alles andere sind unsere Kernprovinzen. Von daher ist das eigentlich unnütz. Und ich habe übrigens endlich gelernt, was das hier macht. Oder was hier die Abwanderung macht. Das bedeutet im Prinzip, dass es nicht die Abwanderung irgendwie in andere Länder, sondern das ist die Abwanderung in die eigenen Kolonien. Guck mal hier, im Osmanischen Reich, da wandern eine ganze Menge Leute aus. Also das bedeutet im Prinzip, diese Prozentzahl erhöht im Prinzip die Chance, dass eigene Leute in die Kolonien gehen. Was ja eigentlich, naja, teilweise gut, teilweise schlecht ist. Und wir haben übrigens einen neuen Foki, den sollten wir dann auch benutzen. Und wir sollten mal hier Facharbeiter fördern. 5 Prestige, Pragmatismus, sehr gut. So, wie läuft diese Fabrik hier? Mittelmäßig, aktuell. Schauen wir mal, wie sich das lange Zeit verbessert. In Svealand haben wir super gute Infrastruktur. Volles Bürgerrecht. Das wollen nur die Sozialisten, von daher nein. Einwanderer in meinem Westlandet? Nee. Gibt's bei uns nicht. Mehrheit. Eisenproduktionsleistung plus 40%. Wir bräuchten eigentlich Kohleproduktionsleistung, nicht Eisen. Aber gut, das war halt hier gerade günstiges Eisen. Das hier wäre günstiger Stahl. Das wäre Kohleproduktion, Eisenproduktion. Was haben wir hier? Stahlproduktion. Tja, ja. Wir haben 11 Militärtext. Wie viel hat Preußen? 10. Okay, da sind wir relativ
Gut, also da sind wir so weit dabei, so gut wie dabei wie alle anderen, von daher ist das okay. So, wir wollen auch kein limitiertes Bürgerrecht, wir wollen Residenz eigentlich. Rebellenfraktion, was haben wir denn hier? Mindestlohnbewegung, aha, okay, ja, gefällt mir. Okay, Hurra-Patriotismus. Ich verstehe halt nicht, warum wir immer noch tunesische Nationalisten haben. Ich meine, wir haben keine tunesischen Gebiete mehr. Ist ein bisschen seltsam. Interventionismus. Ich muss sagen, es ist schon ganz cool, wie man seine Bevölkerung mit den Wahlen beeinflussen kann. Auf Dauer. So, was mich jetzt mal hier auch interessiert, ist das mit der Religion hier in Sokoto zum Beispiel. So, wir haben hier 55%. Au, 40% Protestanten schon? Nein, Moment. Da kann ja was nicht stimmen. Wow, doch, wir haben ja schon echt viele Protestanten im Hauserland. Sind die alle ausgewandert oder was? Nee. Vielleicht hat Moralismus doch eine Auswirkung auf die Konvertierungsgeschwindigkeit. Wir gucken uns das mal an. Hauserland, zack. So, die hier sind alle konvertiert. Gucken wir uns das an. Ah, so, alles klar. Okay, ich hab's gecheckt. Die ganzen Muslime, die sind alle noch muslimisch. Aber die ganzen Animisten, die sind alle protestantisch geworden. Jetzt. Also protestantisch ist unsere Staatsreligion, muss man nebenbei am Rande. 72% protestantisch, 23% sunnitisch. Und die Sunniten, die sind wahrscheinlich ziemlich angepisst. Minderheitenkultur. Ja. Stimmt mit der Regierungspartei überein. Alltagsbedürfnis erfüllt. Konservativ. Abstinenzliga. Okay, das wird hier jetzt auch tatsächlich gar nicht aufgeführt. Ja, interessant. Das ist jetzt ein bisschen komisch hier. Nationalität afrikanisch. Aha. Okay, ich wusste gar nicht, dass es eine afrikanische Kultur gibt. Okay. Den Offizieren geht es offensichtlich ziemlich gut. Naja, okay. Keine Ahnung. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass das die Militanz erhöht, aber offensichtlich nicht. Zumindest sieht man dann keine Anzeichen davon. Ich meine, die Hygge-Partei hat doch Moralismus, ja. Vielleicht war das auch eine Falschinformation. Ist möglich. Ist immer möglich. So, unsere Wirtschaft geht es gerade nicht so pralle. Wir haben jetzt 1,1% Bürokraten, von daher brauchen wir nicht viel mehr. So, Verbrechensbekämpfung. Wie geht's in unseren Verbrechen aktuell? Hier haben wir Mafia in Nordkuping. Das gefällt mir aber nicht so sehr. Wins Verbrechenbekämpfungsrate 83%. Ha. Hier unten haben wir noch einen Haufen. Rottenbrooks. Ah, okay. Da ist auch Mafia. Ja, egal. Also wir haben jetzt gerade nicht genug Geld, um das voll zu unterstützen hier. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich die Fabrik Durchsatzeffizienz machen soll. Die kann halt quasi unsere Industrie komplett umbringen oder sie kann unsere Industrie total toll machen. Eins von beidem. Problematisch. Ikea ist schon wieder fast voll, ey. Das geht hier so schnell. Und wir haben tatsächlich genug Kohle, ey. Krass. Nein, keine Planwirtschaft. Haben wir genug Kohle? Da haben wir auch genug Kohle. Krass. Okay. Ich meine, wie viel Kohle bekommen wir denn mittlerweile hier? Ach, nö, ey. Norske Interesse ist wieder auf 48%. Eklig. Hoffen wir mal, dass da jetzt keine von unseren Fabriken deswegen pleite geht. Ja, wir produzieren mittlerweile selber 45 Kohle. Okay. Wir brauchen 88. Das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall importieren.
Die Frage ist jetzt, wie viel importieren wir? Kann man das hier irgendwo sehen? Fabrikenbedarf 80. Vorrat, Binnenmarkt, verfügbar. Wow! Wir haben super viel Holz. Super viel Getreide, super viel Schnittholz, super viel Fische und einen Haufen. Wow, wir haben ziemlich viel Glas und ziemlich viele Möbel. Okay, ja. So, jetzt hier Vorrat. Kohle. Wie kann ich mir das anzeigen lassen? Kohle. Details. Ja, es ist irgendwie nicht weiter ersichtlich, wie viel davon ich jetzt importiere. Der Preis ist auf jeden Fall vor kurzem ziemlich runtergegangen. Das Angebot ist wohl gestiegen. Hm. Da ist es ja. Okay, Marktaktivität. Wo ist es jetzt? Wo war die Kohle? Ich hab sie doch gerade noch gesehen. Hier haben wir so Kohle. Okay, 13,1 haben wir importiert anscheinend. Und dafür haben wir 32 bezahlt. Alles klar. Ah, okay, der sortiert die hier, ob man Plus oder Minus macht. Das heißt, wir haben echt viel Getreide exportiert. Krass, okay. Ziemlich viele Fische, ziemlich viel Glas. Ja, das ist halt quasi das hier. Das ist wirklich interessant. Ich habe mich ja mit diesem Handelsfenster bisher nur sehr, sehr wenig beschäftigt. Allgemein. Deswegen ist das gerade höchst interessant, hier das mal herauszufinden. Okay. Okay, was haben wir denn am meisten importiert? Tee. Wow, Tee ist echt teuer. Schnaps ist auch echt teuer. Sollten mehr Schnapsfabrik bauen. Okay, Beton. Wir haben Beton gekauft? Ich dachte, wir haben genug Beton. Und der Preis für Beton ist gerade echt hoch. Nein, wir haben nicht genug Beton. Wir haben 3,7% Beton produzieren. Wir brauchen 6 mittlerweile, okay. Naja gut, okay. So, wir verlieren jetzt einen Haufen Geld, weil unsere Steuern jetzt gesenkt worden sind. Heißt, wir müssen jetzt hier Zölle einführen. Ansonsten gehen wir pleite. Hoffen wir mal, dass das unsere Fabriken nicht umbringt jetzt. Glasfabrik wird schon wieder ausgebaut. So, wir sollten mal aufhören, Kapitalisten zu fördern. Wir können mal wieder ein paar... Was wollen wir jetzt fördern? Was wollen wir fördern? Das ist jetzt eine ganz gute Frage. Geistliche? Wie sollen wir so wenig Geistliche? Fördern wir mal Geistliche. Wenn wir weniger als 2% haben, das ist ja scheiße. Da verlieren wir ja einen Haufen Forschungspunkte dadurch. Ja, wir haben echt nicht viele Geistliche. Ich bezahle die offensichtlich nicht gut genug. Bezahlen wir die mal ein bisschen besser, ja? Damit die auch Geistliche bleiben, wenn die zu Geistlichen geworden sind. Alles andere ist ja ein bisschen dumm. So, Stahlfabrik wird in Götaland gebaut, ohne Glashütte. Ach, so Quatsch, ey. Dann könnten sie wenigstens diese Fabrik hier aufmachen. Das wäre zumindest halbwegs klug. Ah, oh, die hier wird gleich pleite gehen. Nein. Wir kriegen nicht genug Kohle. Schon wieder. Ach ja, blödes Laissez-faire. So, Preußen, wir sagen, endlich haben wir genug Beziehungen. Gucken wir jetzt mal, wie sehr er uns, wie gerne er uns hat. Sobald wir es dürfen. Sie werden nicht akzeptieren, das war ja zu erwarten. Politische Überlegungen, Infamie, Distanz, Truppenstärke. Okay, wir verbessern die Beziehungen mit ihm. Ich denke, wenn wir gut genug Beziehungen haben, sollte es gehen. Ah, wir können Sozialreformen machen. Ihr wollt Mindestlohn. Ich möchte aber keinen Mindestlohn. Das tötet nämlich meine Fabriken. Ich möchte... Was möchte ich? Ich möchte eigentlich tatsächlich eher jetzt gerade Gesundheitssystem als Schulsystem, denn unsere Bildung ist... unsere Alphabetisierung ist ziemlich gut. Wir brauchen eigentlich nicht mehr Bildung. Wir brauchen eher... Oh, da gibt es einen Konflikt. Da gibt es einen Konflikt. Ja, klar, wir sind interessiert. Konflikte. Preußen möchte Rumänien aus Österreich freilassen gegen die Niederlande. Oha, okay. So, ich nehme mal an, du unterstützt die Niederlande. Du unterstützt auch die Niederlande. Du unterstützt auch die Niederlande. Alles klar, okay. Ich habe gehört, alle unterstützen die Niederlande.
So, geistliche fördern sollte jetzt recht flott gehen mit 4 Foki. Ja, wir warten mal, bis ein paar andere Leute dabei getreten sind. Ich meine, die unterstützen eh alle die Niederlande. Die mögen halt alle Preußen nicht so gerne. Wie ist denn so das aktuelle Bündnissystem? Du bist verbündet mit Österreich, Niederlande und Osmanenreich. Ihr seid miteinander verbündet. Oh, krass, Frankreich hat mittlerweile ganz Italien im Prinzip unter seiner Kontrolle. Weil Österreich halt nur noch eine Sekundärmacht ist. Rang 10 mittlerweile. Wer ist Rang 9? Spanien ist Rang 9, okay. Ja, aber da sind 50 Punkte fast Unterschied zu Sizilien und Neapel. Da wird nicht viel passieren in der nächsten Zeit. So, komm schon. Wird da mal irgendjemand beitreten? Wunsch nach Sozialreform. Alles klar, okay. So, wir treten jetzt hier einfach mal bei. Niederlande. Und er weiß nicht, wo er hingeht. Das ist okay. So, was hier pleite gegangen? Die Stahlfabrik, die neue, ist pleite gegangen. Das war zu erwarten. So, was möchten wir forschen? Wir möchten neue Eisenbahnen haben, bitte. Wird hier mal irgendjemand beitreten? Naja, Russland ist jetzt uns beigetreten, alles klar. Und damit sollten wir so ziemlich gewonnen haben. Ja, mittlerweile eine ganze Menge Liberale im Oberhaus. Weißer Frieden, sehr schön, Prestige für uns. Wer ist denn prestigetechnisch vor uns aktuell? Russland mit 199, wir haben 196. Wow, wir würden ihn gleich tatsächlich überholen. Vielleicht sollten wir mal Impressionismus erforschen. Weil wenn wir nämlich einen Prestigerang höher sind, bedeutet das... Ah, sehr gut, da haben wir es ja schon. Botanik-Expedition meldet sich. Und demzufolge hat unsere Expedition weitere 20 Pflanzen beschrieben, die der Wissenschaft bislang unbekannt waren. Während der vergangenen Monate sind 2 weitere Männer der Malaria und Dysenterie zum Opfer gefallen. Aber trotz dem Tod ihrer Kameraden ist die Moral unter den Expeditionsteilnehmern weiterhin hoch. Mit allerbesten Grüßen in die Heimat gezeichnet. ... Unsere Botanik-Expedition hat sich wieder gemeldet. Es ist klar, dass sie trotz beachtlicher Fortschritte etwas zusätzliche Unterstützung gebrauchen könnten. Wir unterstützen unsere Jungs. 5,75 Prestige und wir bekommen ein bisschen Bewusstsein. Ja, sehr gut. Jetzt sind wir im Prestigerang 3. Das bedeutet, wir können jetzt deutlich besser importieren. Beziehungsweise wir sind jetzt in der Importierungsrangliste im Prinzip weiter oben. Und das kann nie schaden. So, wir bauen eine Konservenfabrik in Götterland und eine Handfeuerwaffenfabrik in Westlandet. Okay, Konservenfabrik in Götterland klingt gut. Wir haben dort Fisch und Getreide. Allerdings kein Eisen, aber das ist okay. Ist okay. So, Preußen, wie geht es dir? Minus 31. Ich hätte ja ganz gerne mal, dass die Russen mal irgendwie in großen Krieg gezogen werden. Ich meine, die Russen haben halt 100 Soldaten, ne? Und wir haben... Oh, was ist hier los? Österreichische Eroberung von Schlesien. What? Okay, sie sind nicht mehr verbunden mit Großbritannien. Okay, das, Österreich, ich kann dir sagen, das war definitiv ein schlechter Plan. So viel ist sicher. Also, ich meine, was hat sich da die KI dabei gedacht? Wahlbetrug in Jylland. Okay, wir wollen die Konservativen. Ja. Wir wollen auf jeden Fall die Konservativen. So, Geistliche gehen hier ordentlich hoch. Wie sieht das bei uns eigentlich aus hier? Die Maschinenteilefabrik, hier geht's echt nicht gut. Oh, Ikea geht's schlecht, was? Wir haben nicht genug Holz. Die ganzen Papiermühlen verbrauchen unser ganzes Holz anscheinend.
Das gefällt mir jetzt aber nicht so sehr, muss ich sagen. Na, wir haben zu viel Holz jetzt gerade angefangen zu verbrauchen. Wir müssen unsere Holzproduktionsleistung ein bisschen erhöhen. Wie können wir das denn machen? Wir müssten die Dampfturbine erforschen. Das machen wir dann als nächstes gleich mal, damit wir mehr Holz bekommen. Denke ich. Ansonsten geht IKEA pleite. Das geht ja nicht. Na, die ganzen Papiermühlen sind ein bisschen zu teuer. Also ein bisschen zu teuer im Sinne von, die kosten super viel Holz. So, wo haben wir denn Arbeitslose? 15.000 arbeitslose Facharbeiter in Götaland. Achso, weil IKEA pleite geht, ja. Ja, das ist natürlich ein bisschen schlecht. Das ist definitiv ein Problem. Ich warte jetzt noch kurz ab, bis der Impressionismus fertig ist und dann werden wir diese Folge hier beenden. Sozialismus nimmt hier weiter zu. Was haben wir hier? Wieso wurde mir da kein Pop-up angezeigt? Skandinavische Bürgerwache. Können wir mit unserer Armee hier überall durchlaufen? Sieht doch noch aus. Dann machen wir die mal hier kaputt. So, Impressionismus ist fertig. Von daher forschen wir jetzt die Dampfturbine. Wir brauchen mehr Holz. Und ja, dann würde ich sagen, beende ich hier erstmal diese Folge für heute. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, euer Violet. Uiuiui, was ist denn da los? Preußen hat Mähren erobert. Okay. Naja, gut. Gut. Okay. Ja, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Violet. Ups, falsche Taste.